Schönen guten Mittag, meinerseits für das Pressekonferenz, die Damen und die Herren. Das Pressekonferenz als Abruf gehen für ein bisschen Aufklärung zu gehen über die Entwicklung vom Chômage partiell heute zu Lützeburg. Andererseits aber auch über die Änderungen, die wir kurzfristig am Code Travail müssen vierholen am Ende von den Salarien. Und drittens wollte ich mit dieser Pressekonferenz auch voll Transparenz gehen, wer den Tischebilder angeht von den Betrieben, die aufgrund von einer besonderen Krise in der Verordnung 12 Stunden den Tag, respektive 60 Stunden die Woche schaffen dürfen. Schon mal partiell, für wer eine extra Pressekonferenz dafür, ich meine, die Erklärung ist ganz einfach, sie wirklich leider oder heureusement, dem oder dem vorherigen Standpunkt, den ich gesagt habe, ganz viele Leute im Moment vom Chômage partiell betroffen und interessiert sie natürlich besonders. Dann bleiben noch eine ganze Reihe von Fragen von Seiten von den Betrieben, ob wir den Betrieben, der Independenten, die als Frage stellen, ob der Hotline, am Minister, ob der ADEM. Das ist auch kein Wunder, wenn ihr wisst, dass die allermeisten Betriebe von nicht am Dram drüber durchtun, jemals einkehren, mit dem Instrument von Chômage partiell müssen auch Kontakt zu bekämpfen. Ein Instrument, für den Instrument von der Chômage-Bekämpfung ist ganz klar. Dann, wie gesagt, auch viele Frauen von der Presse, die uns rückgedrungen sind, und natürlich die große Öffentlichkeit, die auch will wissen, wer mit diesen öffentlichen Suchen geschieht und wohin sie fließen. Zu Lützeburg ist der Chômage partiell, das gewusst, gedeckelt auf 2,5 Mal den Mindestlohn und gibt eine prinzipielle Regelung, dass er 80% von seinem Bruttolohn zu gut tut, wenn er am Chômage partiell ist. Das ist bekannt, dass die Regierung direkt, wie wir an der Tätigkrise herangetreten sind, eine Entscheidung geholt hat, dass auch trotz der 80%-Regelung kein darf Männer kriegen wie den Mindestlohn am Chômage partiell. Das heißt also, dass die Indemnitäten, die wir ausbezahlen, zwischen Minimum 2.142 Euro und Maximum 5.355 Euro bewegen. Wir sind uns bewusst, dass das für ganz viele Leute heißt, dass es herrühen Abkommensverlust müssen zur Kenntnis stellen. Die Regierung ist sich auch bewusst, dass das zu ganz dramatischen Situationen kann feiern. Leute, die Leute zu bezahlen haben, Leute, die Prämien aufzubezahlen haben, oder auch Proprietären, die Leute sollten rankriegen, die denen aber nicht rankriegen, weil eben Mäuer nicht da sind und die auf der anderen Seite dann aber auch müssen Prämien bezahlen. Für rund 12 Jahre hat als Gesellschaft als ganz viel geholfen, für die Banken zu retten. Heute kommt der Moment, wo die Banken dort können zurückgehen, indem sie Prämien strecken, indem sie durch die Fangere gucken, wenn mal eine Mensualität nicht bezahlt wird. Das ist nicht nur eine moralische Herausforderung für die Banken, sondern das zu guter Letzt auch eine Frage von der vom ökonomischen Verstand. Kein kann ein Entrehen tun, dass alles bei der Teufel fehlt. Die Regierung ist sich auch bewusst, dass der Chômage partiell für viele Betriebe, für viele Independenten nur ein Teil von der Lösung kann sein. Zusammen mit den anderen Mesuren, die wir dezidiert haben, wie zum Beispiel dem Aussetzen von der TVR, dem Aussetzen von den Steuern, dem Aussetzen von den Chargesozialen und der helle Wühl von Mesuren, die geholt sind am Ministerium von der Ökonomie, am Ministerium von der Klasse Moyennen, am Ministerium von den Finanzen, also dann einfach so, dass der Chômage partiell schlussendlich an einfach wert die größten Direkthilfe sind, die die Lützeburger Betriebe jemals kriegen. Bis heute sind über 370 Millionen Euro deblockiert gegangen. Ganz genau 372.129.189 Euro. Das betrifft 9.933 Betriebe, die insgesamt für die 2. März und April 14.721 Demanden gestalten. Wie gesagt, das Summen sind deblockiert, sie sind spätestens mehr oder übermehr integral auf den Konten von den Betrieben.
über 372 Millionen. Ich will auch hier betonen, dass die ersten Payamenter schon den 3. April auf den Konten von den Betrieben waren. Das unterstreicht, mit welcher Identität hier und einer neuen Prozedur geschafft ist, für sehr Liquiditäten an die Betriebe zu bringen. Es bleiben aber noch eine ganze Reihe von Demanden zu treten. Am ganzen Stand haut 2.616 Demanden von insgesamt 2.003 Betrieben, wovon 1.083 noch durch den Konjunkturkomitee muss geschleust gehen, ehe sie können deblockiert gehen. Den nächsten Konjunkturkomitee als übrigens nächsten Donnerstag. Zusätzlich gibt also eine weitere Ausgabe dabei kommen von 32,9 Millionen, wenn die 2.616 Betriebe, Demanden, von denen ich kann ausgehen, auch geben, angeholt gehen. Das betrifft nach einem Jahr zusätzlich 17.742 Payen, neben denen rund 180.000 Payen, die schon ausbezahlt sind, am Stand vom Haut. Ich will auch so, dass wir dann über den Betrag von insgesamt 400 Millionen kommen. Aber wir sind noch nicht am Ende von der Fendelstange gekommen. Bei allen Demanden sind es aber auch 320 Refüge gegeben, am Wert von rund 4,7 Millionen. Hauptsächlich aus dem Sektor Financier und aus dem Sektor von den Assurancen. Die Regierung war der Meinung, dass das zwei Sektoren sind, die sich aktuell nicht an der Krise befanden und dafür haben wir die Demanden mal als Hüßbar gehalten. Es kennt Sinn, dass die eng oder andere Demand ob ein einer der Weiswert treteiert gehen, wann nirgends kann nur gewesen gehen, dass da real Probleme entstanden sind. Dafür sind sowohl der Finanzminister wie der Wirtschaftsminister wie auch der Minister vom Travail bereit, mit den Akteuren darüber zu sprechen. 377 Demanden sind im Moment noch am Hüßbar. Von einem Betrag von 6,1 Millionen betreffen 3.111 Salarien. Wenn wir noch weiter Informationen brauchen, eher wir können etwas ausbezahlen. Ich will doch heute präzisieren, dass leider eine ganze Reihe von Betrieben Rückstand hätten, wird bezahlen von ihren Chargesozialen umgeht. Normalerweise wäre es gängig Praxis, dass der Konjunkturrat kein Demand ungeholt von einem Betrieb, der noch Rückstand hat bei den Chargesozialen. Hier geht es um 531 Betriebe, die in diesem Fall sind. Wir haben dann aufgrund von der Situation decidiert, dass wir die Betriebe nicht am Rennstuhl lassen, sondern dass wir den Betrieben, die Männer wie 3 Monate am Rückstand sind, 10% von ihren Avancen wert kürzen. Das betrifft 185 Betriebe. An die Betriebe, die mehr wie 3 Monate am Rückstand sind, 20% von ihrer Avance, die sie sich zu gut hat, sollte gekürzt werden. Das betrifft 346 Betriebe. Wir haben diese Decision hauptsächlich am Interesse von denen 4.456 Salarien geholt, die nicht dafür können, dass hier Betriebe die Schachsozialen nicht bezahlen. Hier geht es um einen Montag von 12,5 Millionen, den also ausbezahlt gehen aus, wo wir dann auch hoffen, dass die Betriebe dann auch hier retten werden, sehr abholen. Wir haben das nicht gemacht, weil wir der Meinung sind, dass es an der Reihe ist, wenn ihr den Chargesozialen nicht bezahlt. Eigentlich, und das weiß ein Mensch, ist das eine unakzeptable Praxis. Wir haben nicht gemacht, weil wir keine Schwierigkeiten am Ende von den Salarien, am Ende aber auch vom Überleben von den Betrieben und am Ende von der Lützebäuer Ökonomie insgesamt. Es sind dann doch schöne Lehre, das Schifferen, das imposante Schifferen heute dürfen zu präsentieren. Aber ich kann sie nicht mehr präsentieren, weil ich den ganzen Kurs von der Regierung hat, wie ich Propos gemacht habe, dass wir das schon mal partiell abmachen für quasi alle Sektoren von der Lützebäuer in der Ökonomie. Und das indépendamment vom Evaluieren vom einzelnen Betrieb. Für uns wäre es nicht wichtig, ob ein Betrieb als solcher überlebenswichtig ist für die gesamte Lützebäuer Ökonomie,
Wir haben alle einzelnen Betriebe für sich geholt und wollten ihm eine Chance geben, auch an diesen späteren Zeiten zu bestehen. Und ich bin froh, dass wir das so gemacht haben. Andere Länder, und auch der das bekannt, machen das ganz ähnlich. Da gehen ganz bewusst die schweren Futtigungen los, für das just die Groß können evaluieren. Lützeburg hat die Weg nicht gewählt, aber wir können hoffentlich darauf sein, weil es die richtige Weg ist, weil es die viel mehr gerechte Weg ist, und weil es das soziale Evaluieren von vielen kleinen Patronen an denen Salarien, die bei denen Patronen schaffen, garantiert. Es sollen dafür sowohl die Patronatsorganisationen an ihrer Gesamtheit, wie auch die Gewerkschaften, einen ganz großen Merci, die unisono unsere Rugehensweise begrüßt tun, auch wenn den einen oder den anderen am Detail das eins oder andere ernst gemacht hat. Für mich ist das auch ein Beweis, dass auch an der Krise der soziale Dialog weitergeht und funktioniert. Das ist schon mal partiell, und das sollte man alle Guten nicht vergessen, als essentiell eine Mesure für Chômage zu evitieren. Dafür gehen die Indemnitäten ja auch aus dem Fonds pour l'Emploi bezahlt. Und dafür können per Definition nicht mehr Leute davon auch profitieren, die bereit sind für den Arbeitsmarkt, die in den Umständen auch bei einem anderen Patron müssten aufhängen, mit schaffen, also Leute, die am Salariesstatut sind. Der Chômage ist partiell, also auch exklusiv, dafür gedurcht, für die Peien von den Leuten zu bezahlen, die an den Betrieben arbeiten. Wenn ihn eine andere Verwendung mit denen suchen möchte, möchte ihn sich strafbar. Das ist ganz klar ein Detournement von Fonds Publiken. Gesetz gesagt dafür, dass wenn ihn eine Frage möchte, dass ihn suchen muss, zurückzubezahlen. Wie wird so eine Stadt hier? Weil wir leider schon erste Reklamationen von Salarien kriegen, die entweder nur einen Teil von ihrem Gehalt kriegen oder von der Indemnität, die ihnen zusteht, weil wir Meldungen kriegen von Salarien, die abgefordert sind, schaffen zu kommen, aber auf keinen Fall zu pointieren und so 100% von ihrer Peide vom Patron geben, bezahlt kriegen. Der Patron gibt dann 100% Leistung von seinem Salarien kriegen, und gibt aber 80% von der Peide vom Fonds pour l'Emploi zurückkriegen. Das ist keine gute Praxis, und so wie ich es gesagt habe, das ist strafbar. Ich will aber hier betonen, dass es eine verschwindend kleine Minorität von Betrieben ist, die auf die Do-Erde weiß will, die Loose-Pattern spielen. Die ganz große, die überwältigende Majorität von den Betrieben ging ganz ehrlich mit diesem Instrument vom Chômage partiell um. Trotzdem, also die Menge aufgrund von den Meldungen, die wir kriegen, aufbruht, dass wir ganz hart vom Gesetz spielen lassen, für die sich nicht unter Regeln halten. Dafür werde ich noch das Woche ein Gesetzprojekt an die Regierungsrat bringen, wo wir die Strophen für die Fuddeln wesentlich werden erheben. Ich habe für gesagt, über 372 Millionen sind bis jetzt und Avancen für die Betriebe deblockiert. Die Avancen geben rechend auf den Durchschnittspeilen von den Unternehmen. Am besten kann ich das vielleicht in einem ganz konkreten Beispiel illustrieren. Ihr Betrieb den 150 Leute beschäftigt. An die Lohnkosten hört von 600.000 Euro. Hört ein Durchschnittslohn von 4.000 Euro. Der Betrieb meldet uns, 100 von denen 150 Leute sollen an den Chômage partiell kommen. Es gibt ein Avance ausgerechnet aufgrund von der vom Durchschnittslohn. 100 Leute mal 4.000 Euro sind 400.000 Euro. Davon gehen 80%, in diesem Fall 320.000 Euro, als Avance und den Betrieb übermittelt. An einer späteren Phase, und jetzt sind wir uns bewusst, könnt nach einer ein Sisyphus-Arbeit ob als Administrationen durch, nämlich dann, wenn wir müssen den Dekont machen. Auch für alle einzelnen Salarien, und ich habe für rund 180.000 Paie gesperrt, die bis jetzt vom Chômage partiell betroffen sind, für alle einzelnen Salarien muss dann berechnet gehen, wer hier und Chômage partiell zugute hat. Wie viel hat er geschafft? Wie viel hat er am Chômage partiell verbracht? Wie viele von den 100 Leuten, die am Chômage partiell sind, wären eventuell am Krankenschein?
wie viel Hunde eventuell von einem Congé pour raison familial profitiert, wo der Patron ja auch über Avancen, aber aus einer anderen Käse, indemnisiert wird. Das ist logisch, dass der Betrag an den Konto her nur wert müssen, aufgezogen werden. Es kann Ihnen sich vorstellen, bei der Envergure von den Demanden, bei der Envergure von den Dossiers, wird für ein Arbeit heim muss gelegt gehen. Es kann Ihnen sich auch vorstellen, dass bei der Vitesse, mit der geschafft geht, dass auch da werden sich einzelne Fehler ausschleichen. Es gibt Betriebe, die nicht genug kriegen, und es gibt mit Sicherheit auch Betriebe, die zu viel kriegen. Ich assume. Wir hatten hier den Schwach. Entweder wir schaffen sehr pragmatisch, unbürokratisch, mit einer neuen Prozedur, für sehr viele Liquiditäten an Betriebe zu bringen und damit auch viele Betriebe auf viele Arbeitsplätze zu retten. Und wir holen nach Kauf, dass wir einen gewissen Fehlercode müssen akzeptieren. Oder wir reiten einen Punkt, wir gucken alle einzelnen Dossiers bis an den letzten Detail und wir wissen, dass wir wesentlich mehr lange Zeit brauchen. Der Vorteil wäre mit Sicherheit, dass der Fehlercode mehr klein ist. Mit dem Nachteil wird den, dass Hunderten von Betrieben das nicht geben evaluieren, weil sie keine Liquiditäten haben und damit müssen an Verhältnis gehen. Konsequenzen davon müssen wir alle Guten drohen. Ich habe mich ganz bewusst für die erste Lesung entschieden. Und ich habe auch die Unterstützung von der ganzen Regierung gekriegt. Es sind aber selbstverständlich, dass nur wenn die Aufrechnung gemerkt bereit auch dafür die Verantwortung zu überholen. Was ich aber nicht mehr will akzeptieren, dass das weiterhin Beamten von der ADEM, denen ich von hier aus ganz, ganz große Merci will sagen, zusammen mit den Leuten vom Sekretariat vom Komitee der Konjunktur, die hier während Wochen loschen, ein Sisyphus-Arbeit leisten in den schwierigsten Konditionen, die Samstag, Sonntag, auf der Feiertag oft bis später nicht erschaffen, für das wir so sehr das Zugekonten an Betriebe transferieren. Ich akzeptiere nicht mehr, dass die Leute vernannt gehen an allen Sprachen, die als Herrgott geschärft wird. Und ich akzeptiere auch nicht mehr, dass das als solch angegriffen wird, als eine Administration, wo den einen nicht mehr weiß, was den anderen möchte. Für mich ist das einfach unakzeptabel, ganz einfach, weil es nicht richtig ist. Nach einem Kehr. Was hier gelegt wird, als die größten Hilfsaktion für die Lützebäuer Triebe, die Themos Ginas. Der Staat überhält hier voll seine Rolle, seine Verantwortung. Am Dienst von den Independenten, am Dienst von den Salarien, die bei den Independenten arbeiten, am Dienst vom Überleben von unserer Ökonomie und damit am Dienst von uns allen. Ich wollte noch vielleicht eine Abteilung machen, weil auch das gefragt ging, was das für die einzelnen Monate bedeutet, was bis jetzt transferiert ging. Am 4. Monat März, wo ja am Anfang nimmer den halben Monat schon mal partiell ausbezahlt genoss, weil die Krise am 16. März offiziell deklanchiert genoss, sind 163.130.412 Euro für 113.000 Payen überwiesen gehen. Das betrifft 9.020 Unternehmen, die also für den Monat März eine Entschädigung gefroht hätten. Am Monat April sind wir bei 4.789 Unternehmen, die für den ganzen Monat April los schon hier Avancen kriegen, mit einer Summe von über 208 Millionen, und das betrifft 69.648 Payen. Ich will aber hier betonen, dass das, was den Monat April angeht, das natürlich noch nicht alle guten Zöllen, die endgültig Zöllen sind, weil wir nach Matten am Monat sind, und weil Betriebe auch noch immer die Möglichkeit haben, für notregelig oder während dem Monat eine Demande ranzugehen. Und wir gehen auch davon aus, dass wir mindestens auf die Zollwerte kommen für Betriebe, die auch am Monat März eine Demande gemacht haben. Ich komme dann bei dem zweiten Teil von meinen Informationen, die bezieht sich auf die Mesuren, die wir geholt haben, am Code de Travail. Ich betone das nicht mehr am Code de Travail, als für dich als Arbeitsminister auch Verantwortung drohen. Das ist vielleicht interessant, einen kleinen Aperçu zu gehen von all den Mesuren, die wir geholt haben. Einfach für zu weisen, dass wir einerseits natürlich direkt in unseren Betrieb geduld haben, wie es um nationale Solidarität geht, aber dass wir auch Zahlerien nicht vergessen. Schiedverein soll sich sowieso an dieser Situation bewusst sein, dass es nicht geht, einen gegen den anderen, sondern dass wir nicht zusammen eine Chance haben, wenn wir dieser Krise wollen hergehen.
Das Kriegswetter ist wirklich dazu bewusst, dass man an der Bedrängnis eine ganze Reihe von Mesuren müssen holen, für Zahlerien zu schützen. Als erstes vielleicht die, die ich vorhin schon erwähnt habe, dass man desideriert tun, dass kein, den am Chômage partiell ist, Männer kann als Indemnität kriegen, wie den sozialen Mindestlohn. Ganz klar, eine soziale Maßnahme, aber auch eine Maßnahme am Interesse von unserer Ökonomie für die Kaufkraft der Leute zu erhalten. Der zweite Vorschlag, dass wir eine absolute Protektion angefordert haben, die teilweise schon für drin bestanden hat, dafür so eine absolute Protektion angefordert haben, für all die Leute, die an Betrieben arbeiten, die vom Chômage partiell profitieren. All die Leute, die an diesen Betrieben arbeiten, unabhängig davon, ob sie selber am Chômage partiell sind oder ob sie an dem Betrieb auch noch immer aktiv arbeiten, dürfen zu diesem Zeitpunkt nicht entlassen gehen und das so lange, wie der Chômage partiell bezahlt wird. Als dritte Maßnahme Kündigungsschutz für die Leute, die am Krankenschein sind. Normalerweise hat der Patron recht, ihn den am Krankenschein aus nur 26 Wochen zu entlassen. Wir haben den Delay verlängert im Dürre vom Etat der Krise. Es feiert Maßnahmen, die ganz viele Leute bekannt sind. Sobald die Schulen zugemacht haben, haben auch die Congé pour raison familiale ganz lasch ausgelöst. Und die Maßnahmen dauert doch noch bis heute. Und ich gehe davon aus, dass es noch ein bisschen mehr lang wird undauern. Wir haben festgestellt, dass von der largen Auslegung vom Congé pour raison familiale massiv gebraucht ging. Und das ist auch gut so am Ende von unseren Kindern. Auf der anderen Seite muss ich aber auch wissen, dass natürlich ein Sozialsystem auch belastet, weil die Kosten von dem Congé pour raison familiale von der CNS, die dem Sozialminister Romain Schneider untersteht, werden bezahlt gehen. Wir haben als fünfte Mesure den Congé pour raison familiale abgemacht für Eltern von handicapierten Kindern zwischen 13 und 18 Jahren. Und da war es die Obligation, dass die Kinder meistens hospitalisiert sind, für das die Eltern können CRP holen, ein Wäschgefall. Wir haben aber auch die Leute geduscht, die am Chômage sind. Wenn ihr normalerweise ein Urrecht habt, ob Chômage Indemnitäten begrenzt auf 12 Monate am Jahr, haben wir den Delay verlängert im Dauer vom Etat der Krise. Die Leute, die an einem Contrat LSC geschafft haben, haben ihrerseits auch ihren Delay vom Contrat LSC automatisch verlängert kriegt im Dauer vom Etat der Krise, wenn sie dann nicht geschafft haben. Das heißt, wenn sie zum Beispiel an einem Congé Chômage partiell waren, dann haben sie, wie gesagt, die Dauer von ihrem Contrat LSC automatisch verlängert kriegt. Wir haben die Lehen suspendiert am Fall, wo ein Sozialplan ausgeschafft wird und wo Parteien auf der Konsultation wären, für zu verhindern, dass wir mitten an der Krise an eine Streikprozedur herangerufen wären. Wir haben darüber hinaus die Möglichkeit geschaffen, dass Leute, die an einem Betrieb, den als Sektor essentiell definiert gehen, los schaffen gehen, und zwar aus der Prä-Retret raus schaffen gehen, weil sie sich freiwillig melden, dass die hier bei, die sie da verdingen, weil sie schaffen gehen, nicht, wie das so üblich gewesen wäre, von ihrer Prä-Retret aufgezogen hätten. Darüber hinaus haben wir die Lehen für die Leute, die an einer Reklassementsprozedur sind, für die Visite bei Arbeitsdoktoren und auch nach einer kleinen Lehen, auch um den Dürre von der Teil der Krise verlängert, sodass keinem den Lohn an einer Reklassementsprozedur durch eine Delaysgeschichte ein Nudel gibt entstehen. Am Reklassement haben wir auch dezidiert, dass die Leute, die Lohn an den Betrieben schaffen, aber an einem Reklassement sind, die also einen Teil von ihrer Pei über den Fonds pour l'emploi bezahlt kriegen, die sogenannte Indemnité compensatoire, dass die, wenn sie einen zusätzlichen Prim kriegen, nicht, wie gesagt, wie sich viel gesagt, von ihrer Indemnité compensatoire aufgehalten kriegen, mit dass sie an den vollen Genuss von der eventuellen Prim kommen. Zum Schluss will ich dann noch vielleicht, so wie ich angekündigt habe, einen kleinen Tischbericht machen zur Frage von den verlängerten Arbeitszeiten, die für verschiedene Betriebe, die am Artikel 3 und am Artikel 5 von unserem Reglement der Krise abgezählt sind, wie die können nur anderen verlängerten Arbeitszeiten
schaffen. Das heißt also, dass die Arbeitszeit, täglich Arbeitszeit von 10 auf 12 kann abgesetzt gehen und die wöchentliche Arbeitszeit von 41 Stunden auf 60 Stunden pro Woche kann abgesetzt gehen. Auf den Tag von heute hatten wir genau 19 Demanden. 4 von denen Demanden sind refusiert gehen. Eng als nach uns hüßbar, weil der Navi von der Delegation oder von den Syndikaten fehlt. 15 Demanden sind positiv begutachtet gehen. Davon sind auch 12 aus dem Pflegesektor. Sie betreffen am Ganzen 3.751 von 5.799 möglichen Salarien. 12 von den Demanden, die positiv begutachtet sind, kommen aus dem Sektor vom Gardiennage. Sie betreffen 260 von 1496 möglichen Salarien. An eng, Demand könnte aus dem Sektor von der Gestion der Déchets, das sind 8 von 46 Leuten, die betroffen sind. Voilà, ich werde aufschließen mit einer positiven Note. Die Morgen hatte ich eine Videokonferenz zusammen mit den Sozialpartnern, den Vertretern von der UEDL, den Vertretern von der Fédération des Artisans, den Vertretern von den Etablissements de Construction, den Vertretern vom UGBL und den Vertretern vom LCGB. Und wir sind uns eins, dass wenn in diesem Land über das Konfinement ein Jahr diskutiert wird oder wann es dann konkret geht, dass es nicht durchgeht, dass wir im Ausland einfach Regie raus können mit Rekommendationen, wie sich dann an der verdänderten Arbeitswelt, wie sich dann auf der Arbeitsplatz zu verhalten ist. Mit dass wir verbindliche Regeln brauchen, die für jeden nachvollziehbar sind und die auch kontrollierbar sind. Dafür sitzt an diesem Moment eine Arbeitsgruppe zusammen unter der Leitung von Marco Bolin, Direktor von der ITM, für genau die Regeln zusammen auszuschaffen, die dann auch sollen an den Reglement Grand Ducal ablesen, den ich will es nach nächster Freude an den Regierungsrat zu bringen und dann noch zu präsentieren. Vielmals merci. Den Press. Eine erste Frage von RTL kommen. Herr Kersch, viele Independants sind Rosen, weil der Sort, die reichen Independants, welche verkauften an Proprietären, sollen nicht geholfen kriegen. Sie bereit, Pardon zu so viel aussuchen. Ich weiß nicht, ob das tut, und die Frau, die ihn heute als erste behandeln müssen, aber ganz gerne bereit, darauf zu reagieren. Erstens finde ich die Aussage, so wie der sie zitiert hat, zu keinem Zeitpunkt gemerkt. Ich spreche mich also nicht für eine Aussage, Pardon zu sagen, die ich nie gemerkt habe. Und ich kann mich auch an meinem Leben für ganz vieles entschuldigen, aber nicht für meine Meinung. Und das werde ich auch nicht merken. Ich habe an einem privaten Facebook-Echange, einem Kollegen, ob zehn Monate hin, ob das schon mal partiell nicht auch misst für Independenten zählen erklärt, aus welchen Gründen, dass das nicht geht, und schon dadurch Heilung manchmal ganz klar etabliert. Chômage partiell als ein Element für Chômage zu evitieren, und per Definition können nicht mehr Leute davon profitieren, die für den Arbeitsmarkt frei sind. Das sind aber die allermeisten Independenten nicht, und die wollen dadurch nicht sein. Darüber hinaus habe ich auch noch erklärt, dass die Independenten ja indirekt aber über den Chômage partiell profitieren, weil sie praktisch ihr gesamtes Paykasten vom Staat an Stadt kriegen. Das ist also eng, und schon hat Lohmengenisch Heiwerdinger gut 20 Minuten ganz weit etabliert, eine ganz weitgehend Hilfe, die dann die Pandoren kriegen. Und darüber hinaus, und das ist auch meine ganz ferme Überzeugung, sind ich persönlich der Meinung, dass es nicht geht, dass es Leute, die Loh während einer gewissen Zeit aber auch gut zu verdient haben, dass die Loh gleichberechtigt zu anderen Zugang kriegen zu öffentlichen Mitteln. Ich meine, dass wenn man nationale Solidarität muss spielen lassen, dass man muss differenzieren. Die Breitschälerin muss mehr drohen, wie die, die eben keine so Breitschälerin haben. Das war noch immer meine politische Überzeugung, und das wird auch bleiben, und das habe ich an dem Facebook-Beitrag ausgedrückt. Aber wenn man da sich auf die Zeve getrippelt fühlt, dann kann ich ihm sagen, dass das nicht meine Volontät war, aber auf der anderen Seite, also da war meine politische Überzeugung, dass wenn wir für Solidarität sprechen, das muss differenziert gehen. Das wird, wie gesagt, bei mir am Kopf nicht ändern. Voilà, ich war da froh von RTL.
Käste vom Chômage partiell für die Allgemeinheit sind enorm. Wie weit als die Regierung bereit zu gehen, wissend, dass was es mehr teuer geht, was die Stadt dann noch mehr muss spüren oder Steuern freuen? Ich meine, das ist nicht unbedingt eine Frage, wie weit die Regierung soll gehen oder kann gehen oder will gehen, aber das ist einfach eine Frage von der Notwendigkeit. Ich meine nicht, dass wir es können erleben, an diesem Land bewusst Betriebe auch futtig gehen zu lassen. Wenn man das machen, wenn man die Politik ging verfolgen, dann hat das erstens ganz gravierend sozial Folgen, sowohl für die Independenten wie auch für die Salarien, die bei den Independenten schaffen. Und es sind auch fest davon überzeugt, dass es auch gesamtökonomisch gesehen die schlechte Lösung wäre. Und dass es noch wesentlich mehr teuer gehen für die Hilfen, die mal für die Betriebe gehen. Ein weiterer Frage von RTL. Am Krankenfall kriegt der Salari 100% von seiner Pei weiter bezahlt. Am Chômage partiell 80%. Die hat gesagt, der Patron wäre frei, den Unterschied zu bezahlen. Aber die sind nicht auf die Remarke angegangen, dass die Zahl von Leuten, die sich krank gemeldet haben, just für den Chômage partiell an die Leute gegangen wird. Was soll dir denen Leute? Ich soll denen Leute, dass der Krankenschein etwas das, was die Kette von den Kranken ist. Und jedwerin, den Krankenschein hält, ohne dass ein Kranker verschafft sich vielleicht selber einen individuellen Vorteil, mehr bedreht sich die Allgemeinheit. Natürlich, ich kann so eine Praxis natürlich nicht unterstützen. Ich meine aber auch verstanden zu, noch von Seite von den Betrieben, dass die Entwicklung nicht so dramatisch ist, wie das am Anfang gefeiert ging. Ich würde zum Beispiel die Präsidentin von der FEDIL hören, die gesagt hat, als Leute fangen in den Betrieben zurückzukommen. Muss ich auch wissen, dass eine ganze Reihe von Leuten einfach Angst hatten, an den Betrieb schaffen zu gehen, dafür auch vielleicht nicht gut gefühlt haben und dafür auf den Meier vom Krankenschein zurückgegriffen haben, wohl wissen, dass man im Moment eine gewisse Facilität für so Krankenschein zu kriegen, eben weil es durchgeht, bei den Doktor anzurufen und dann seine Symptome zu beschreiben und dann ein bisschen Chance, dass man noch einen Krankenschein kann kriegen. Aber ich soll nicht nach einem Kehr dass es nicht die richtige Art und Weise, weil der Kästchen von der Allgemeinheit geht. Dann nehme ich vor von Passaparola Magazine. Envisagez-vous une application du chômage aussi partiel aux employeurs privés des travailleuses domestiques afin de protéger un des groupes les plus vulnérables? Sie froh für die dort eine Frohwelt machen, die Gelegenheit, Gott zwei Sachen zu suchen. Am Gegenteil, wie das mal da draußen erzählt ging, ist es nicht so einfach, dass ein Patron, den geht ja heute in Putzfrau, wenn ich das richtig verstanden habe, den ein Putzfrau beschäftigt, für die einfach so für und dir zu setzen. Ich muss ihr wissen, dass wenn ein Putzfrau bei sich schaffen hat, auch als Privathaushalt, und will ihn die entlassen, dass ihn muss ein Präavis bezahlen. Wenn Frau, Männer, wie 5 Jahre bei einem geschafft wird, als die Präavis 2 Monate, wenn es über 5 Jahre ist, als es sogar 4 Monate, aber wenn es über 10 Jahre ist, wenn es richtig am Kopf ist, sind es sogar 6 Monate, die Präavis zu bezahlen. Das ist also nicht so, wie das durchgestellt gesehen, dass es massiv gegen Leute entlassen gehen. Am Gegenteil, schon ganz viele Leute hören, die mal gesagt haben, dass sie eine Geburtsfrau hätten, die ihnen nur während ganz vielen Jahren, viele Monate, einen ganz flotten Dienst gelegt haben. Dass ich gar nicht vorstellen könnte, dass die Leute entlassen gehen, aber dass sie auf der anderen Seite sie selber sich von dispensieren und dann eben für die Kästen von den Pei, von den Leuten abkommen. Ich will aber sagen, dass die Regierung auch auf die Kritik reagiert hat und dass wir beim letzten Regierungsrat festgehalten haben, dass wir die Leute werden steuerlich belohnen, die hier Geburtsfrau eben zu diesem Moment nicht werden entlassen. Auch das ist da vielleicht eine neue Nouvelle, die untergegangen ist an den vielen Informationen, die wir an den letzten Wochen herausgehen haben. Wir werden ganz konkret so sehen, dass also der Freibetrag, den ich kann aufsetzen kann, wenn ich eine Geburtsfrau werde, dass die werden an die Glut gehen, wenn ich kann nur weisen, dass ich die Frau auch noch während dieser Zeit beschäftigt wird. Dann bin ich ein Froh von Vox. Zu Post-Corona-Rezession. Patronat wird Herr Kuhn verlangen schon danach, die Acquis Sociaux wie Congé Kollektiv aufzuschärfen oder zurückzuführen. Wie steht ihr dazu? Ich meine, wenn der Michel als Arbeitsminister froht, den hört ja, wie wir über die Arbeitszeitregelung gesperrt haben, die ich für drinnen am Detail erklärt habe, nämlich dass es nur während der Zeit von der Krise auf verschiedene Betriebe möglich ist,
eben 12 Stunden den Tag, also 6 Stunden die Woche zu schaffen. Bei der nämlich der Gelegenheit habe ich ganz klar gesagt, dass wenn die Tat der Krise rüber ist, wir auf den anderen Modellwerten zurückkommen, mit mehr als Arbeitsminister selbst nicht zu machen. Dann hatte ich eine zweite Frage von Vox. Darf nur der Krise nach und der Rest von den Salarien noch innen geschraubt gehen, am Zeichen von der Rezession auf die Reprise? Wir hatten für den Rund von nationaler Solidarität gesperrt. Wir hatten für den Rund, ich erinnere vielleicht, denke ich auch, und den meiner Meinung nach ganz treffenden Spruch von unserem Premierminister, der gesagt hat, wir lassen keinen am Reden stehen. Wir müssen aber wissen, dass wir an einem Rand leben, dass von der Rind die Engleute normalerweise mehr nass gehen wie andere. Und ich trete für die an, die normalerweise mehr nass gehen. Und das ist auch klar, dass Telefon an all die Gesetze, alle guten Reglemente, die wir werden hören, hauptsächlich müssen in der Richtung von den Schwestern an der Gesellschaft gehen. Und ich stelle noch fest, dass die nämlich Approche bei allen Regierungskollegen gedehnt wird. Wir werden also hier nicht an eine Situation herankommen, wo wir die für die Krise bezahlen lassen, die am meisten dafür können. Am Gegenteil, wir müssen die Lasten gerecht verteilen. Und ich sage, nein, Kehr, die Breitschöllerin haben, müssen noch am meisten drohen. Ein Zusatzwort von RTL, die hat wiederum gesagt, der Finanz- und Assurance-Sektor wird nicht an der Krise und soll dadurch auch kein Kurzarbeitskönnen akkordiert kriegen. Seid ihr der Meinung, dass der Immobiliensektor oder die Agenzen an der Krise als und dadurch Stelle soll kriegen? Der Immobiliensektor als Assistent nicht von den Hilfen ausgeschlossen gehen. Wir sind einfach mit dem Vorsteller von RTL enger Meinung, dass das zumindest eine Diskussion wert ist. Ein Froh vom Lützebäuer Land. In Frankreich und in Deutschland geht aktuell im Kontext von der Corona-Krise nicht eine Diskussion ein bedingungsloses Grundabkommen gefordert. Die wäre, dass alle Bürger alle Monate einen Mindestbeitrag vom Staat geben können, den er lebt, ein würdiges Leben zu feiern. Wie ist die Idee zum bedingungslosen Grundabkommen? Ich meine, das ist eine Frage, die sich nicht nur auf die Krise beschränkt, sondern die viel mehr in allgemeinen Charakter hat. Meine Position ist die von meiner Partei, dass wir das erst auch kritisch gesehen, weil wir der Meinung sind, dass die bestehenden ganz gut Sozialsysteme, die wir im Moment haben, riskiert auszuhelfen. Darüber hinaus meine ich, dass wir während der Krise etwas viel Besseres an Platz gesetzt haben, wie in bestimmten Grundabkommen, ob das wir recht tun, nämlich schon mal partiell, ob die aber praktisch alle Zahlerie hier im Land ein Urrecht hat, aber wo ein wesentlich besser Wäsch könnte, in einer anderen Macht dadurch, weil wir verfügt tun, dass keiner darf in den Mindestlohn fallen, wie wenn wir hier von einem Grundabkommen reden. Schweizer. Dann Radio 100,7, man denkt, Rutsch für Frauen, die wird ein Detailfrauen, die wird schon mal partiell. Die ist als wie viele von den Normanten, ob schon mehr speziell der Irakum sind, respektive schon treteiert gesehen, kommen von Firmen, die nicht wo müssen zumachen, mit die von der ökonomischen Krise betroffen sind? Ich ging so, dass man bei den Firmen, die durch die Decision von der Regierung zugemerkt gesehen, dass da rund 4.500 von denen 9.933 vom Ganzen sind. Das ist also ein bisschen mehr, ein bisschen mehr wie tauschend. Als bekannt, nein, Frau von 100,7, aber als bekannt, wie viel von all den Betrieben, die wir müssen zugemerkt, auch eine Demand für Chômage partiell gemacht haben? Nein, das kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Ich war der Frage nach 100,7. Wie ist der Trend von den Demanden? Kommt man von der zu der, da man mehr ran oder ist es relativ stabil? Ich meine, dass ich muss sagen, dass man natürlich über Rand gesehen ganz am Anfang. Ich meine, du hattest mal einerseits noch zwei verschiedene Prozeduren, die sich auch überspielt haben, was für eine gewisse Konfusion gesorgt hat. Aber auf der anderen Seite nicht ernst, dass es möglich wäre, weil man sonst nicht hätte können, so sehr zu und an Betriebe rangehen, dass es sich ein bisschen beruhigt hat, auch aufgrund von der neuen Prozedur, die wir angefordert haben, die viel mehr transparent ist, viel mehr sehr geht. An auch die Betriebe, die mir einfach möchte, für die UFO zu machen. An ihnen noch eine gewisse Zeit lässt. Betriebe wissen nur, dass wenn sie zum Beispiel über den Monat April
will, wollen einen Demand machen, dass sie Zeit tun, bis zum Ende vom Mond. Den Druck, den am Anfang da war, leidet nicht mehr bei den Betrieben. Dafür geht es im Moment nicht mehr mit dem Rasch wie ganz am Anfang. Es geht aber noch kontinuierlich an die Leute. Ein weiterer Vorwurf von 100,7 zu dem Thema auch. Geöffnet schon Fall, wo gegen den Kündigungsschutz, wenn schon mal partiell Verstoß gab. Meistens wissen es nicht. Ich kann einfach garantieren, dass wenn wir so viel zugedrungen kriegen, dass wir dann selbstverständlich direkt werden aktiv sind an die TM, an die Betriebe auch schicken, an den Betrieb, den sich nicht unter Regeln hält. Ich hätte es für so gesagt, Gesetz ist ganz klar, den verliert sein Urrecht, ob den Chômage partiell. Ein Frage vom Lützebäuer Wort. Es gibt an den Betrieben eine große Unsicherheit, was der Chômage partiell an den Congé pour raison familiale anbelangt. Am Anfang hat es geheißen, der Congé pour raison familiale gegenüber dem Chômage partiell primieren. Lo heißt es, die Leute sollen an den Chômage partiell gehen, ehe sie den Familiencongé in Anspruch holen. Was ist dann noch richtig? Ich meine nicht, dass es eine Vorgabe von der Regierung an der Dota Frau Ginas. Weder die erste, die da genannt wurden, noch die zweite. Die also auch von Familie zu Familie, von Situation zu Situation zu Situation verschieden. Es gibt auch, die sind an den Congé pour raison familial gegangen, zu dem Moment, wo ihre Betrieb noch voll geschafft hat. Umgedreht sind es auch, wo der Betrieb Lore anfängt, mit zu schaffen, aber wo sie sich mit schaffen, an die Lore den Congé pour raison familial holen. Das ist also eigentlich kein Vorgabe von der Regierung, an der dort auch sehr gehen. Das Einzige, was man gesagt hat, kann in die zwei Sachen nicht mal den einen kumulieren. Was ja meine schon eine Evidenz ist. Das heißt, den, den am Chômage partiell ist, kann nicht noch zusätzlich Congé pour raison familial kriegen. Ich meine, das ist logisch. Der andere Seite hat man gesagt, dass den, den man denkt, zusammenleben, dann denkt man nicht, den am Chômage partiell ist, auch kein Recht auf Congé pour raison familial hat. Aber wir haben als dritte Bedingung gesagt, dass er keine andere Möglichkeit hat, für seine Hand zu versuchen, recht dann den Unrecht auf Congé pour raison familial. Ich meine, das sind die Vorgaben, die die Regierung gesagt hat, die die Dialoge genannt haben, sind nicht von uns gekommen. Und wie gesagt, da muss ich noch von Fall zu Fall differenzieren. Well, eine Frage vom Lützebäuer Land, respektive zwei Fragen. Die erste geht um die Sektoren, wo hauptsächlich auf der Chômage partiell zurückgegriffen wird. Verjängen sind das? Ich meine, sind die, da für drin, die man, über die man schon für drin gesperrt hat, natürlich alle gut in diesen Sektoren, die von der Regierung obligatorisch müssen zumachen. Natürlich also die Konstruktion, dass mit vielen, ganz vielen Leuten, weil dort auch beschäftigungsintensive Betriebe sind, dabei. Ich ging nach dabei so, und dass natürlich die ganzen Horeca-Bereiche, das, wo auch viele Leute schaffen, das sind eigentlich die Hauptschifferen, die man da können verzeichnen. Ein weiterer Vorwurf vom Lützebäuer Land. Oder schon erste Evaluationen, ob die Krise Auswirkungen auf die Zahl von den neuen Demandeurs d'Emploi hat? Nein, die habe ich im Moment noch nicht. Mit das ist eine Frage, die ich schon mal direkt von der ADEM diskutiert habe. Ich meine, wenn ich gucke, wie die Entwicklung am Ausland war und auch wie Auswirkungen der Corona-Krise ob die Chômage zählen hört, da kann ich davon ausgehen, dass auch Mehrwerte eine notable Erhöhung von den Demandeurs d'Emploi in Lützebüsch kriegen. Das wird nicht zu vermeiden sein. Ich hoffe, dass das Instrument vom Chômage partiell wesentlich dazu beiträgt, dass Betriebe auch hier Leute Langwerte halten, unter anderem auch den Kündigungsschutz, über den wir schon gesperrt haben. Wir müssen natürlich gucken, wie die Betriebe sich nach der Krise erholen und ob sie nicht einfach dann hernach dazu übergehen, für einzelne Leute zu entlösen. Wie gesagt, wir reden jetzt darüber sehr viel. Das als weiteres Element wird natürlich die Ausgaben vom Fonds pour l'Emploi riskiert, an die Leute zu treffen. Ein Frage vom Tageblatt. Weiß das Gespräch mit den Sozialpartnern darauf hin, dass relativ kurzfristig am Bau geschafft wird gehen, gehen schaut in einem Geschwind ab. Ich bin froh, wo ich mit Sicherheit nicht zur Zufriedenheit vom Vorsteller werde antworten. Wir hatten bis jetzt eine Praxis hier zu Lützebüsch, dass die Hauptkrisenkommunikation vom Premierminister gemerkt hat, dass assistiert von der Gesundheitsministerin. Ich fand, dass das bis jetzt exzellent funktioniert hat. Und es liegt mir ganz fern, für dieses System hier wollen, zu torpedieren. Ich werde mich also bei der Beantwortung von der Frau ganz zurückhalten. Eine Frage vom Lützebäuer Wort auf Französisch.
L'ITEM a-t-elle sanctionné ces dernières semaines des entreprises pour non-respect des mesures de protection ou mise en danger des salariés en lien avec le risque COVID-19? Ja, es sind eine ganze Reihe von Kontrollen gemerkt von der ITEM. Zwei kennen es nicht, aber sie leiden am 1000-Dach-Bereich. Es sind noch 19 Fälle, das wird sich noch erst im Kap, wo sogar mit den Polizei dabei gerufen gehen, wir können das GTM-Leute konnten hier erbischt machen und sind noch Sanktionen geholt. Voilà, dann weiter vor vom letzten Beier Wort, die aber schon beantwortet ging, dass das die Unternehmen die Möglichkeit geholfen, für 60 Stunden Wochenschaftzeit abzugehen an den Spitäler, par exemple, ich habe gesagt, also ich habe im Moment noch kein Spital dabei, der den Demand gestaltet. Das sind, wie gesagt, 12 Betriebe aus dem Pflegesektor, das sind also Alters- und Pflegeheime. Das E-Betrieb Gestion des Déchets, ich kann da noch mehr präzisieren, dass die Firma, die auf das Hüder Verbrennungsanlage funktionieren, die du hast im Moment viel Betrieb, weil auch du natürlich viel mehr auffällt, wie an der Vergangenheit in anderen Weltrecyclingzentren zu sehen. Und dann also noch ein, zwei Betriebe aus dem Gardienage. Dann ist ein Frage, ich werde von frontalier.lu. Pratiques von den Entreprisen, je lese es auf Französisch 4. Certaines entreprises abusent du dispositif du chômage partiel pour se séparer de collaborateurs. Quels moyens, en temps de crise sanitaire, le gouvernement a mis en place pour contrôler ces abus et, in fine, protéger les salariés? Ja, ich meine, ich hatte das wieder schon angekündigt oder angesperrt. Wir sind informiert über Einzelfälle, wo das Risiko besteht, dass es nicht um die Regeln gehalten geht. Wir haben heute Mitteln schon dezidiert, dass wir eng, wo wir auch namentlich oft gehen, die Reklamationen bei uns auch anonym gemacht, weil die Leute ein bisschen Angst tun. Mehr da, wo wir nicht kriegen und da, wo wir konkrete Situationen beschrieben kriegen, werden wir selbstverständlich die TM dahin schicken, für Kontrollen zu machen, dann auch Interviews zu machen mit den Leuten, die auf der Platz antreffen. Aber wenn wir merken, dass Freude gemerkt werden, dann gehen wir direkt weiter in den Park gehen. Voilà, wir werden damit froh nehmen. Okay. Merci. Also, ich sage vielmals Merci.